Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analog-Fotografie-Videoreihe präsentiere ich heute wieder ein wunderschönes Schätzchen aus den 50ern mit gleich, sage ich mal, zwei Besonderheiten. Also, bleibt dran, wenn es euch interessiert. Bereits ja schon unten gelesen habt, es geht heute um die RK1. Eine wunderschöne Kamera aus den 50er Jahren. Ja, zu der Kamera gibt es nicht viel zum sagen. Es ist eine 127er Kamera, also kein normales Kleinbild, sondern benutzt einen Rollfilm eben in 127. Das ist so ein Zwischending zwischen Kleinbild und normalem Rollfilm, also die Negative sind etwas größer. Vorteil ist allerdings, muss ich ehrlich sagen, man kann sie selber entwickeln. Wenn ich jetzt an meinen Entwicklungstank denke, beziehungsweise halt an der normalen Entwicklerdose, wenn ihr die Spulen nehmt, dann könnt ihr im Endeffekt drei Stufen einstellen, nämlich Kleinbild, 120 und das Mittelding ist 127. Also man kann den Film selber entwickeln, was natürlich mir sehr zugute kommt. Der Film an sich ist relativ teuer, kostet ungefähr 15 bis 20 Euro ein Film für 12 Aufnahmen. Also ist auch nicht immer so einfach herzubekommen. Wundert mich auf der einen Seite, aber wahrscheinlich liegt es nach Angebot und Nachfrage. So, gehen wir aber jetzt mal zur Kamera. Wie gesagt, die erste Besonderheit habe ich schon gesagt gehabt. Sie hat einen 127er Film. Und die zweite Besonderheit, man kann nicht nur so ganz normal durchschauen, sondern sie hat einen eingebauten Brillanzsucher oben drin. Also für das Durchschauen von oben. Das erleichtert wahnsinnig ein bisschen die Fotografie. Gerade für Sachen, die sehr tief sind. Die Einstellung wird hier vorne, die Entfernung wird hier vorne eingestellt. So 1,5 Meter bis unendlich, also ziemlich einfache Zonenfotografie. Wenn meine, das geht ein bisschen schwer bei meinem Modell, so. Dann hat sie zwei Zeiten, entweder Momentaufnahme, also M oder Z für Zeit, sprich Bulb-Modus. Und hier haben wir drei Blenden, das sind diese Punkte. Ich musste eine Zeit lang überlegen, welche Blende was ist, weil das Problem ist, dass sobald man umstellt, ihr hört es auch knacken, hoffe ich. Gell? Ist nicht ersichtbar, welche Blende gerade eingeschaltet wird. So, man kann es ein bisschen sehen, aber wenn das Licht ein bisschen schwach ist, ist es schlecht. Also ich gehe jetzt mal von drei Blenden aus, dass es einfach ein 8er, 11 und ein 16er sein wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, Film wird ganz normal eingespult, wie bei einem normalen Rollfilm auch. Ist allerdings halt ein bisschen kleiner und friemeliger. Einfach hier, ihr hört es, so lang drehen, bis hier die 1 kommt und auslösen. So, wenn ihr ein Bild nicht so weit aus hindreht, merkt ihr es, wenn ich bloß einmal umdrehe. Ja. Das war es eigentlich so grob zur Kamera. Und jetzt würde ich sagen, tun wir doch einen Film rein. Und schauen wir mal, was wir für schöne Fotos machen. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir mit der Kamera wunderschöne Fotos machen können. 127er Film habe ich noch nie verarbeitet. Aber, mein gut, fotografieren wird kein großer Unterschied sein. Es ist halt bloß eine andere Filmgröße. Schauen wir mal, was wir entdecken. So wie es ich mich jetzt belesen habe, sind es 12 Bilder. Mein gut, 12 Bilder kriegen wir schnell vor. Ein, zwei habe ich mir auch vorgenommen mit meiner Süßen. Und dann schauen wir, wie gesagt, einfach mal, was wir für schöne Fotos machen können. Die Hälfte der Bilder haben wir jetzt im Kasten und wir waren heute mal ein bisschen kreativ am Brunnen und so. Und jetzt
haben wir Hunger. Massiven Hunger. Richtig Hunger. Das heißt, ab zum Chinesen und futtern gehen. Essen war wie immer lecker. Wir waren jetzt doch beim Dönerstand. Frauchen hat sich so Falafel-Dürüm geholt. Und ich halt einen normalen Döner-Teller. Eigentlich ursprünglich wollten wir zum Chinesen gehen, aber leider hatten beide zu. Das war echt lästig. Aber mei, was will man machen? Jetzt habe ich noch zwei Bilder gut. Und dann schauen wir mal, dass ich da vom Bahnhof noch ein, zwei schöne mache eben. Und dann tun wir den Film entwickeln. Und dann, wenn der Film entwickelt ist, tja, dann melde ich mich beim Resümee wieder. So wie immer. Also dann, bis später. Ja, das war jetzt mein Video zur RK1. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit der Kamera zu fotografieren. Sie ist klein, sie ist handlich. Einziger Nachteil halt, wie gesagt, an der Sache her, ist eben das mit dem 127er Film, dass der halt so schwer herzubekommen ist und dass der, ich sag jetzt mal, so teuer ist. Das Entwickeln war kein Problem. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Einscannen, weil ich habe einen normalen, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt, Schachtscanner, also diese, was man auch für Dias benutzt. Und ich musste das irgendwie in den Rahmen reinklemmen, und daher teilweise verrutscht, teilweise ein bisschen abgeschnitten. Es war einfach ein bisschen bescheuert. Ich habe zwar auch einen Flachbettscanner, aber da habe ich keinen Rahmen dazu, wo ich 127er verwenden kann. Und das ist ein bisschen lästig. Aber nichtsdestotrotz hat es wunderbar gut funktioniert ansonsten. Und ich kann mir gut vorstellen, mit der nochmal unterwegs zu sein. Muss ich aber erst einmal schauen. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr über dieses Filmformat denkt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch gut Licht und bis dann. Ciao.